Ja, hallo zusammen und willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie ihr vielleicht an meinem Outfit schon erkennen könnt, wird es heute etwas winterlicher zugehen. Ich habe für euch nämlich meine liebsten Winter- und Weihnachtsdüfte rausgesucht, so ein kleines Best-of, so ein bisschen was Gemütliches, was Würziges, was vielleicht auch mit Nadelwald zu tun hat. Und ja, ich finde, der Winter ist eine schöne Jahreszeit. Ja, es macht es doch dann so ein bisschen behaglich, wenn es draußen eher dunkel wird und drinnen kann man sich dann die Kerzen anmachen, es sich gemütlich machen, einen leckeren Kakao oder Tee trinken und ja, das ist doch diese besondere Stimmung, gerade wenn es auch auf Weihnachten zugeht und mal so schön dekorieren kann, das mag ich ganz besonders gern. Ich bin auch so ein Winterkind, da ich im Dezember geboren bin, von daher ist das irgendwie so meine Zeit. Und wir fangen jetzt mal an, einfach mit den Düften. Wie gesagt, es ist gut gemischt. Der erste Griff ist jetzt von mir zum Beispiel Warm Woolen Mittens. Ein Duft, den denke ich mal auch einige kennen. Auf dem Label geht es auch schon sehr winterlich zur Sache. Die Schneeflocken fallen und werden mit diesen Wollhandschuhen aufgefangen. Und so riecht das Ganze auch. Es ist eher so ein Wäscheduft, würde ich sagen, der was sehr Frisches hat. Aber jetzt nicht in so eine Richtung geht wie Clean Cotton, sondern da ist auf jeden Fall noch ein bisschen was Florales drin, nämlich Lilie, was das Ganze aber auch so ein bisschen irgendwie herb für mich gestaltet. Und dann ist noch Apfel mit drin, was das Ganze auch wieder so frisch und ja, doch belebend macht. Und insgesamt ein doch eher ja, Wäscheduft, der schon in so eine wohlige Richtung geht, aber dennoch irgendwie so ein paar speziellere Komponenten hat, wie gesagt, als jetzt so ein Clean Cotton Duft zum Beispiel. Warm Woolen Mittens hatte ich jetzt auch schon bestimmt zwei oder gar drei Gläser leer gemacht. Das ist jetzt mein letztes Glas davon, genau. Danach war es das. Ab und zu bekommt man den ja dann doch nochmal und ja, mal sehen. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt dieses eine Glas noch. Dann machen wir mal weiter mit einem Duft aus dem letzten Winter, der jetzt, glaube ich, das Sortiment sogar schon wieder verlässt, leider. Und zwar ist der Winter Wonder. Ja, und da seht ihr auch schon auf dem Label eigentlich, was ich meine mit diesem, ja, draußen dunkel und drinnen schön dekorieren. Das ist wirklich genau mein Ding. Da funkelt es schön und so ein Stern, ein paar Lichter und draußen die Tanne vorm Fenster. Also schöner geht es eigentlich schon gar nicht mehr. Und den Duft habe ich letztes Jahr bei Thalia geschossen, nee, dieses Jahr, weil die meistens so im Januar dann die Winterdüfte für 50-60% weniger raushauen und da habe ich für das Glas nur 12,95 oder so bezahlt und da konnte ich nicht widerstehen, weil der Duft auch sehr schön ist. Es ist ein sehr frischer Duft, der ist sehr klar, der ist Zitrone mit drin, was das Ganze sehr frisch und spritzig macht, aber auch eine schöne Vanillenote, die das Ganze so cremig macht und ja, weich und ein bisschen abrundet. Minze ist mit drin, was so auch nochmal so einen sehr belebenden Moment gibt. Ich glaube, laut Beschreibung war da auch Champagner oder Harz oder irgendwie sowas drin. Was ich jetzt aber so individuell nicht rausriechen kann. Für mich sind wirklich so die drei anderen Komponenten Minze, Vanille und, was habe ich gesagt, Zitrone. Auf jeden Fall so am prägnantesten. Und ja, der Duft gehört auf jeden Fall so an einen schönen Wintertag mit dazu. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Winter Wonder. Dann machen wir weiter mit einem Duft, der eigentlich aus dem Herbst ist. Und zwar kam der letztes Jahr raus als Limited Edition. Und ich habe auch schon ein Glas davon leer gemacht. Und die Rede ist von Lucious Pumpkin Trifle. Und ja, wie gesagt, Pumpkin, so Kürbis ist ja eher so ein Herbstgemüse, sage ich jetzt mal. Und ist aber hier zu einer richtig schönen, ja, Torte oder so ein Cupcake, ich weiß gar nicht, was es sein soll, so eine aufgetürmte Torte, denke ich mal eher, verarbeitet mit schön viel Sahnecreme. Und ja, zuerst steigen einem wirklich so ein paar würzige Komponenten wie Zimt und Muskat in die Nase. Ein bisschen Nelke auch im Hintergrund. Und dann kommt aber auch gleich so eine richtig schöne Vanillecreme dazu. So eine leichte Gebäcknote. Und es ist doch ein sehr schöner Duft, sehr ausgewogen, wenn man ihn dann warm anhat, weil dann mischt sich das Ganze wirklich sehr, sehr gut und ihr habt so einen richtig schönen Foodie-Duft in der Nase. Sehr vanillig, würzig und auch so ein bisschen süß durch diese Creme, wie gesagt. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Habe ich, wie gesagt, letztes Jahr auch ein Glas leer gemacht und dieses Mal habe ich den, glaube ich, über Groupon für 17 Euro ergattert. Von daher freue ich mich da sehr. Lucious Pumpkin Trifle. Weiter geht's mit einem Duft, der ebenfalls zu dieser Herbstkollektion gehört. Und zwar ist das
der Sugared Cinnamon Apple. Und da haben wir wiederum ein Cupcake mit Apfel und einer Creme obendrauf. So ein eher rostbraunes, oranges Wachs, würde ich sagen. Und der Duft ist auf jeden Fall fruchtiger, weil ihr da, wie gesagt, den Apfel mit bei habt. Hier finde ich im ersten Moment kalt die Nelke auch ein bisschen dominanter als wie jetzt bei dem anderen. Aber dennoch ist auch hier wieder so eine schöne Creme vorhanden, diese Vanillecreme, die das Ganze dann so gut durchmischt, würde ich sagen. Ansonsten wäre mir die Nelke zu stark, aber in Verbindung mit dem Apfel und mit dieser Creme ist es wirklich auch ein sehr, sehr schöner Duft, der super in den Winter passt durch diese Gewürze, wie gesagt, die einfach so eine gewisse Wärme mit sich bringen. Ja, und ich glaube, das war auch von vielen ein großer Favorit letztes Jahr. Ich glaube auch von der lieben Patty, Grüße an der Stelle. Die mag den Duft auch besonders gern, weiß ich. Und ja, mir gefällt er auch sehr gut und deswegen bin ich froh, da ein Glas noch von zu haben. Dann machen wir mal weiter mit, was rauchig Parfümigen. Und zwar ein mittleres Glas von Crackling Woodfire. Ein sehr schönes, gemütliches Label, so die Hölzer in der Kiste vorm Kamin. Und den Duft habe ich, als ich ihn damals gerochen habe, für so lala empfunden. Da fand ich ihn nicht ganz so besonders. Und irgendwann hat er mir dann doch ganz gut gefallen, sodass ich mir irgendwann dieses Glas mal ertauscht habe. Ich glaube, es war dieses Jahr im Frühjahr irgendwann und jetzt würde er auf jeden Fall im Winter zum Einsatz kommen. Es ist schon ein rauchiger Duft, da ist, glaube ich, viel Sandelholz und Zedernholz mit drin. Aber dennoch ist er sehr parfümig und warm, würde ich sagen. Ich kann jetzt gar nicht sagen, was diese parfümigen Momente ausmacht, ob da Moschus mit drin ist. Oder vielleicht auch so ein bisschen Kaschmir-Sandelholz, denke ich mal, so in die Richtung. Und vielleicht auch ein Hauch Vanille, aber also weil es bringt so eine leichte, liebliche Süße mit sich. Ja, wie gesagt, ein sehr schöner, parfümiger, kuscheliger Duft, der so ein paar rauchige Akzente hat und mir doch recht gut gefallen hat. Crackling Woodfire. So, dann machen wir mal weiter mit was ganz Neuem und zwar ist das in dieser schönen Geschenkverpackung der White Fir. Der kam im Zuge der Alpine Christmas Collection mit raus und ist, glaube ich, nur so eine Art Limited Edition. Und ja, hier sehen wir dieses norwegische Sticklabel und ein Wachs, was so ja, in so eine ganz dezente, ja, mintgrüne, leicht gräuliche Richtung geht. Das Label ist relativ schmal und finde ich jetzt auch nicht so dolle. Da hätte man irgendwie noch was Spektakuläreres machen können. Und ja, wer mein letztes Neuzugänge-Video gesehen hat, der wird wissen, dass ich den Duft mega gut finde. Ja, der ist ganz besonders. Ich finde, der bringt verschiedene Komponenten zusammen. Zum einen ganz klar, wie auf dem Label, diese Kiefer ist es, glaube ich. Fir heißt, glaube ich, Kiefer. Und dann, wie man auch auf dem Label sieht, dieses eisige, frostige ist wirklich richtig gut eingefangen. Das ist ein ganz toller, klarer, frischer Duft. Und das, was den jetzt noch so besonders macht für mich, ist, dass da so eine ganz gewisse Süße mit drin ist. Laut Beschreibung sind es Pralinen. Und das, finde ich, macht den Duft wirklich so, ja, unterscheidet den von anderen zu diesen klassischen Tannendüften. Weil der, wie gesagt, der bringt diese klare, frische Morgenluft mit sich, dieses Nadelige und dann aber noch diese Süße von diesen Pralinen, finde ich eine mega gelungene Mischung, den ich mir auch definitiv als großes Glas gekauft hätte, wenn ich sie ihnen bei uns gegeben hätte. Aber bei uns habe ich ihn jetzt nur in dieser mittleren Variante gefunden oder als kleines Glas mit noch so einem, wie nennt man das, Leuchtschirm, so einen Aufsatz, den man auf diese kleinen Gläser drauf machen kann. Wirklich ein ganz toller Duft, den ich nur jedem empfehlen kann. Ja, wie gesagt, in dieser schönen Geschenkverpackung mit noch so ein paar Glöckchen hier dran. White Fir. Ja, bleiben wir bei den mittleren Gläsern. Da habe ich nämlich noch den Snowflake Cookie. Und den mag ich auch ganz besonders gern von der Optik her. So ein ganz schönes Rosa, so ein zartes Zuckergussrosa. Und auf dem Label sehen wir auch die Plätzchen in ja, Schneeflocken, Kristalle und auch ein paar Weihnachtskugeln. Und das Ganze in so Weiß- und Rosatönen gehalten. Finde ich wirklich sehr, sehr hübsch dargestellt. Gehört natürlich, ich wollte gerade sagen, in die Kategorie Food and Spice, aber so ist es nicht, nämlich in die Kategorie Festive. Und
Kalt ist ein sehr, sehr buttriger Plätzchenduft, der sehr, sehr intensiv ist und nur so eine gewisse Süße von dieser Zuckerglasur mit sich bringt. Aber warm wird er für mich dann doch noch zuckriger, was mir dann umso mehr gefällt. Ja, und es ist wirklich so, als ob man diesen rosa Zuckerguss riechen könnte. Wirklich so eine ganz schöne, liebliche Süße. Und wie gesagt, was Süßes darf in der Weihnachtszeit nicht fehlen. Deswegen, den habe ich auch bei Thalia geschossen für 10 € damals. Der musste unbedingt mit. So, dann kommen wir zu einem Duft, der auch zur letzten Winterkollektion gehört. Und zwar ist das der Icy Blue Spruce. Hier haben wir ein ganz dunkelgrünes, smaragdgrünes, ja, petrolfarbenes Wachs, kann man sagen. Und auf dem Label sehen wir auch diese gefrosteten Tannenzweige. Gehört in die Kategorie Festive und geht ebenfalls aus dem Sortiment raus. Und hier haben wir einen Tannenduft, der noch ein paar fruchtige Komponenten mit bei hat. Da sind so ein paar rote Beeren mit dabei. Und dazu kommt dann auch nochmal so ein bisschen gekühlte Luft, so was Minziges. Ich glaube sogar, in der Beschreibung stand frische Baumwolle, aber das Baumwollige könnte ich jetzt so nicht rausriechen. Ich würde es, wie gesagt, eher als so eine klare, frische Luft mit einordnen. Ja, und wie gesagt, diese nadeligen Komponenten sind auch mit dabei. Ist, wie gesagt, eher so ein Mischduft, jetzt kein klassischer Tannenduft, aber gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und den habe ich ebenfalls bei Thalia geschossen für 13 €. Von daher musste der mit dieses Jahr, es war im Januar, ich vergesse es immer wieder. Ja, ebenfalls zu dieser Kollektion gehört ein Duft, der mir letztes Jahr mega gut gefallen hat, und zwar der Glittering Star. Und auch hier ist wieder so dieses Beispielhafte mit diesen Lichtern und schön dekorieren für den Winter, was mir wirklich zusagt. Vom Wachs her ist es so ein weinrotfarbenes, sehr dunkles Wachs. Und gehört ebenfalls in die Kategorie Festive. Und das ist ein Duft, der zum Großteil erstmal gezuckerte Pflaumen enthält. Und ich hatte schon einige Pflaumendüfte, die oftmals aber doch recht künstlich bärig sind. Und hier finde ich, ist das wirklich eine schöne gezuckerte Pflaume, die aber noch gewürzt ist mit so ein bisschen, ich denke mal, Muskatnuss und Nelke, aber das ist jetzt nicht zu dominant. Also diese fruchtige Pflaume steht für mich im Vordergrund. Ich glaube, da war auch noch Patchouli mit drin oder Moschus, irgendwie was Parfümiges. Und das macht den Duft zu einem schönen, behaglichen, aber dennoch fruchtigen, süßen Duft. Und der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe letztes Jahr ein Glas leer gemacht und habe jetzt noch 2 Stück davon. Der wiederum verlässt nicht das Sortiment. Da haben wir noch was davon. Und ja, ich mag den, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Glittering Star. So, was habe ich denn hier alles noch? 4 Stück sind es noch. Und ich würde sagen, zur Abwechslung mache ich mal was von Village Candle. Und zwar ein Duft, der mich dieses Jahr sehr überrascht hat. Und das waren ja im Prinzip 3 Winterdüfte. Ein Tannenduft, dann einer, der ähnlich wie Winter Wonder gerochen hat, nur nicht ganz so süß. Das war so ein zitrischer, kühler Duft. Und die beiden habe ich allerdings wieder verkauft, weil sie für mich, wie gesagt, so ein bisschen vergleichbar waren mit anderen Düften. Welcher allerdings so ein bisschen außerhalb des Rahmens ist und gar nicht meinem Schema entspricht, ist der Royal Nutcracker. Ein schönes rotes Wachs, und auf dem Label seht ihr hier so eine ja, doch sehr stark schneebedeckte Tanne mit ein paar roten Beeren und diesen Nussknacker da drauf. Finde ich schön gemacht. Und die meisten wissen vielleicht, dass ich eigentlich kein Fan von solchen Lebkuchen-Gingerbread-Düften bin, denn das ist es laut Beschreibung. Aber der hier ist besonders, weil da sind einige fruchtige Komponenten mit drin. Da ist was Zitrisches mit drin. Und auch so eine gewisse Süße, so eine Vanillecreme. Und deswegen macht das Ganze das zu einem etwas besondereren Duft als diese, wie gesagt, üblichen Frosty Gingerbread oder Gingerbread Lane oder was es alles gibt. Der hier ist für mich, wie gesagt, einfach so aus der Masse herausstechend und auch nicht so schwer, weil die meisten Lebkuchendüfte doch sehr intensiv und schwer sind. Und der hier ist durch diese Früchte wirklich sehr angenehm in der Luft. Und deswegen habe ich den behalten, weil der für mich mal eine schöne Abwechslung ist. Von Village Candle, Royal Nutcracker. So,
Dann habe ich noch zwei beigefarbene Düfte und ich fange mal an mit Warm Kaschmir. Der gehört eigentlich, sage ich jetzt mal zumindest laut Erscheinungsdatum in den Herbst von vor 2 Jahren und ist ein Fresh-Duft und auf dem Label sehen wir so eine schöne Decken aufeinander getürmt. Den Duft hatte ich schon öfters als Tarte und fand ich sehr schön, sehr behaglich, sehr kuschelig, sehr weich, so ein bisschen cremig auch. Und auch ein Hauch parfümig und vielleicht sogar vanillig, würde ich sagen. Da ist bestimmt auch eine Spur Sandelholz mit drin. Und der Duft war oftmals relativ schwach, aber dennoch so schön, dass ich gesagt habe, ich will den mal im großen Glas. Und unterm Candle Warmer geht das Ganze auch seinen Gang. Von daher bin ich froh, den zu haben. Und der gehört auf jeden Fall auch zu einer schönen, kuscheligen Jahreszeit wie dem Winter dazu. Deswegen muss der hier mit rein. Warm Kaschmir. Der nächste, ich sag mal beige, fast schon ins Braunfarben gehende Duft, ist ein ja, heiß geliebter Duft von vielen und ich bin froh, dass ich davon dieses Glas als auch ein mittleres habe. Es ist die Rosinenschnecke von Yankee Candle. Ja, da muss ich gar nicht mehr so viel zu sagen, aber ich will es natürlich trotzdem beschreiben. Es ist ein super leckerer, buttriger Duft, der was Teigiges hat, was Süßes, dieser Puderzucker hier drauf. Dann haben wir diese Rosinen, die in Rum eingelegt sind. Ihr riecht wirklich dieses leicht alkoholische mit raus. Und Zimt ist auf jeden Fall noch mit drin. Und das ist, wie gesagt, ein ganz toller Duft, wo ich dankbar bin, dass ich den, ich glaube, war es damals von der lieben Laura, die hat ihn mit mir getauscht, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und dann habe ich auch nochmal von, ich glaube, war es der Heike, ein mittleres Glas bekommen. Ja, auf jeden Fall ein ganz toller Duft und ist wie gesagt mein Sonntagsduft, den es immer zum Frühstück gibt. Und ja, und durch diese schönen, ich würde mal sagen, zimtigen und ja, Foodie-Momente gehört er für mich auch einfach in den Herbst und Winter mit rein. Und der letzte in diesem Bunde ist ein Duft, der für mich auch so ein bisschen ja, fast schon Silvestercharakter hat, würde ich sagen, wenn das Jahr sich dem Ende neigt. Weil das einfach so vom Label her so was Schönes, Funkelndes hat. Und zwar ist es Holiday Lights. Das ist auch ein Duft, der letztes Jahr Dezember erst, glaube ich, erschienen ist. Und auch eine Limited Edition. Und ja, hier haben wir so ein schönes, hellblaues, graublaues Wachs. Und auf dem Label sehen wir wirklich nur so ein paar funkelnde Lichter. Man könnte meinen, es sind so ein paar Tautropfen auf so ganz dünnen Ästen. Und der Duft ist doch recht parfümig. Oder sagen wir, ja, sehr parfümig. Laut Beschreibung ist da, glaube ich, Praline mit drin. Ich weiß nicht, ob da Moschus oder irgend sowas auch drin war. Auf jeden Fall geht der in eine sehr, sehr weibliche, parfümige Richtung. Sehr weich, hat irgendwie auch was Kuscheliges, was fast, man könnte auch Kaschmirmäßiges sagen. Er geht allerdings auch in die parfümige Richtung wie La Vie est Belle. Und gefällt mir daher sehr, sehr gut. Oder in so eine Calm and Quiet Place Richtung, denke ich, sagt vielen was. Ja, und den fand ich, wie gesagt, wirklich sehr, sehr schön. Und davon habe ich auch noch ein zweites Glas, weil das, wie gesagt, eine Limited Edition war. Und ja, das soll der Abschluss für dieses Video sein. Ja, für mich, wie gesagt, eine schöne Bandbreite an winterlichen Düften. Mich würde natürlich interessieren, was bei euch im Winter nicht fehlen darf, was ihr da so anhabt, ob mehr so die würzige, fruchtige Schiene oder die Tannendüfte. Ich denke mal, die liebe Katharina wird ja Tannendüfte nonstop anhaben. Schreibt wie immer gerne in die Kommentare unten, was so eure Favoriten sind und lasst es mich wissen. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne winterliche Jahreszeit und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut.